Ja, natürlich wie für alle Kantonsangestellten zuerst mal den Kaffee rauslassen am Morgen. Dann gemütlich den PC starten. Nein, Spass beiseite, schauen, was am Morgen reinkommt, checken die Mails und ja. Dann ganz normal das Wichtigste abarbeiten und arbeiten von Pause zu Pause. Das eine oder andere sicher schon, obwohl es vielleicht bei gewissen Herren im Team bei der Sozialkompetenz schon ein bisschen spät ist. Nein, es ist sicher hilfreich für die Jungen zu integrieren. Und ich sehe das auch ein bisschen als meine Aufgabe hier im Team. Ich versuche, so ein Bindeglied zu sein zwischen den älteren Spielern und halt ein bisschen den Jüngeren, für die daher zu führen. Und ja, es macht Spass, ein bisschen rumzublöden und für einen dummen Spruch oder eine dumme Aktion zu haben. Ja, ich bin eigentlich erstaunt, wie viel sich nicht verändert hat. Es sind viele noch die gleichen Leute im Staff. Im Team hat es auch noch wirklich Leute, die ich seit den 10 Junioren mit ihnen zusammengespielt habe oder zusammenspielen. Was sicher neu ist, ist schon die Trainersituation. Es sind ganz andere Trainings im Vergleich zu dem, wo ich gegangen bin. Aber es macht, macht gleich viel oder noch fast noch mehr Spass als dem, wo ich aufgehört habe. Ja, ich mache nebenan Crossfit und ja, es ist noch schwierig zu vergleichen, es ist halt komplett etwas anderes. Im Unihockey hast du deine Routine, ich bin so ein bisschen aus dieser Phase draussen, oder jemand muss sagen, wie musst du herstehen beim Schießen. Das sind auch Sachen, die sich eingespielt haben mittlerweile, darum viel Neues dazulernen in dieser Hinsicht. Kann ich in dem Sinne noch nicht mehr im Unihockey und darum dient die Fitness sehr als Ausgleich. Dort ist immer wieder neue Sachen, wo halt bei null anfängst und wo wirklich wieder vor Herausforderungen gestellt wirst. Und das ist echt das, was den Reiz ausmacht. Und sicher lieber noch Unihockey, weil da investiere ich auch viel mehr Zeit rein im Moment. Aber sollte es dann mal fertig sein, wieder dann, wenn ich auf Karte Crossfit setze, einfach das nebenbei machen. Ja. Erstmal Kids Day, super Sache, da fühle ich mich voll in meinem Element. Selber noch jung geblieben und ein kleines Kind, von dem her. Nein, ich denke, es ist wirklich eine coole Sache, die den jungen Leuten und den jungen Spielern des Unihockey so ein bisschen näher bringen sollte. Es ist gratis, also es lohnt sich sicher, vorbeizuschauen und ja, mal hineinzuschauen für ein bisschen Spass und gutes Unihockey. Wir haben sie zwar relativ deutlich geschlagen in der Vorrunde, aber ich denke, es ist einer der unterschätztesten Gegner in der Liga, weil sie holen immer wieder Top-Leistungen raus, wie wir es jetzt letzte Woche gesehen gegen Malanz, der erst in Verlängerung gewonnen hat. Darum, wir dürfen es auf gar keinen Fall unterschätzen. Es wird ein hartes Spiel, die legen alles rein, kommen mit Körper und ja, wir müssen sicher ready sein, sonst wird es dort schwierig, etwas zu holen.